Ja, hallo Leute, grüß euch. Ich bin gerade dabei, ein paar aktuelle Studien zu sichten. Und ja, diese hier, die fand ich interessant genug, um sie ganz kurz mit euch oder ganz kurz euch anzureißen und vielleicht auch ganz kurz mit euch zu besprechen, um vielleicht die eine oder andere Diskussion anzuregen. Bis dato gab es oder gibt es eigentlich ja von Kreatin nur Positives zu berichten. Also Kreatin ist die bestuntersuchteste Substanz überhaupt. Ich glaube, niemand wird es schaffen, Kreatin seinen Rang als leistungssteigernde Substanz abzuringen. Für Kreatin gibt es sogar einen Claim. Also man darf sogar damit werben, dass Kreatin Kraftleistungen erhöht ab einer Dosis von 3 Gramm pro Tag und so weiter. Also ich werde mit Sicherheit heute nicht sagen, dass Kreatin nicht wirkt. Was aber sehr interessant ist, Leute, die neueste Studie aus dem Journal of the International Society of Sports Nutrition hat untersucht einen Kurzzeittest, also den Kurzzeiteinsatz von Kreatin in einer Menge von 0,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht über 5 Tage an Ringern. Also trainingserfahrene Leute, trainingserfahrene Sportler, denen man 0,3 Gramm Kreatin pro Gramm Kilogramm Körpergewicht verpasst hat. Das sind Mengen, die bewegen sich im Bereich von, ja, ich sage jetzt mal so 20 bis 30 Gramm. Natürlich je nachdem, wie schwer die Leute sind. Aber wäre jetzt eine Dosierung, wo man sagt, das ist so die typische Ladephase für diejenigen, die noch Ladephasen machen, also schon eine Menge, wo sich eigentlich Kreatin stark im Muskel anreichern sollte. Ja, man hat denen den Jungs das Kreatin verpasst und dann hat man sie vor die Prüfung gestellt und hat ihnen anaerobe Leistungstests aufgedrückt. Das eigentlich traurige Resultat der Studie war, dass eigentlich mit Kreatin nichts passiert ist dieses Mal. Ja, also dieses Mal gab es keine Leistungssteigerung. Es gab keine große Veränderung beim Gewicht, auch nicht bei der Hydration oder sonstigen Sachen. Ist alles schön aufgelistet, also da war eigentlich mehr oder weniger tote Hose. Ja, warum erzähle ich das euch, Leute? Weil ich schon der Meinung bin, dass wir inzwischen eigentlich so weit sind, dass wir Kreatin durchaus zur Langzeiteinnahme empfehlen können. Es gibt ja inzwischen schon, ich weiß von bis zu 2 Jahren, gibt es schon Untersuchungen bis zu 9 Gramm oder was Kreatin pro Tag, dass man die Unbedenklichkeit schon bescheinigt weiß. Und also solche Tests wie jetzt diese Studie hier, klar, sind jetzt absolute Einzelfälle, aber ist halt jetzt eben die neueste Studie und darum spreche ich sie auch kurz an, zeigen mir persönlich, dass man mit Kreatin eigentlich schon eher dauerhaft arbeiten sollte und dass eine Kurzzeiteinnahme für irgendein bestimmtes Ziel oder für irgendeinen bestimmten Zweck eigentlich jetzt vielleicht nicht unbedingt dem Sinn der Supplementierung und des Einsatzes von Kreatin entspricht. Ja, wie seht ihr es, Leute? Also ich spreche mich für Kreatin als Langzeitanwender eigentlich aus. Dazu stehe ich auch und das mache ich eigentlich auch selbst schon viele Jahre mit stetig positiven oder guten Blutwerten. Ich nehme natürlich auch regelmäßig, lasse ich mir meine Blutwerte checken und da ist eigentlich noch nie was gewesen, trotz, ich sage jetzt mal, etwas höherer Proteineinnahme, trotz Kreatinaufnahme im Bereich von 5 Gramm pro Tag und so weiter, ist eigentlich alles immer in Butter und völlig normal, auch Kreatininwerte und sonstiges, was man vielleicht erwarten sollte. Ja, das mal von mir. Das Aktuellste aus der Wissenschaft zum Thema Kreatin. Wie sieht es bei euch aus? Wie ist eure Meinung zur Thematik? Habt ihr vielleicht andere Erfahrungen gemacht mit der Kurzzeiteinnahme von Kreatin? Lasst es mich wissen und lasst uns ein bisschen drüber diskutieren. Bis dann.